Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute vom traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Beckum und möchte Ihnen allen zunächst ein gutes, glückliches und gesundes neues Jahr 2020 wünschen. Es ist mittlerweile eine Tradition, dass die Stadt Beckum in jedem Jahr eine andere Gruppe ehrenamtlich tätiger Menschen einlädt, um ihnen auf diese Weise zu danken. Wir machen das im Rahmen eines Empfanges mit heute Musik und einem gemeinsamen Essen und guten Gesprächen, die wir dann führen. Beim heutigen Neujahrsempfang war die Gruppe der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu Gast, die uns bei den doch vielen Wahlen von Europawahl über Bundestags-, Landtags-, aber auch Kommunalwahlen zur Seite stehen und so ermöglichen, dass das Wahlgeschäft ordnungsgemäß abgewickelt werden kann. Viele waren heute da und wir hatten das Glück, dass wir mit dem Chor Second Voice auch noch eine wunderbare musikalische Untermalung hatten. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, ein gutes neues Jahr und zunächst einen schönen Tag.